Oh, nee. Moin. Ein Freund der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Es scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Absolut. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgannak und Rookwood. Aha. Schloss Rookwood. Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ameth. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lodgok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldogak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldogak sein sollte. Ich, nun tja, vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldogak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Okay. Also wieder schleichen. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Let's go! Ameth und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Ja, gleich. Warte, ich will da unten die Prüfung machen. Rebellion. Mann. Dann halt nicht, ne? Diese Tür beobachtet uns. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin leise. Ja, besser ist es, wenn du leise bist. Aufmachen und das Auge der Mine rein. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie nie erträumt. Ja, ja. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Wie komme ich da hoch? Gesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Nee, das sehe ich nicht so. Ich will da hoch. Mann, wie komme ich da hoch? Vingardium Leviosa. Rebellion. Na, ich glaube gar nicht.
Ah, ja, da bist du plötzlich aufgetaucht, ne? Servus, Metal. Ich fasse es nicht, wir sind Mark hier. Mhm. Gar kein Problem. Das ist ein Gold, ja. Darf ich da mal hoch? Ist das erlaubt? Hallo. Wait, wait, wait. Scheiße. Arresto, Moment. Nee, geht nicht. Geht nicht. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber ein echtes. Okay, ganz anderes. Amit, bleib in meiner Nähe. Ich hatte schon mit übleren Gegnern zu tun. Natürlich. Pass auf. Wir werden beobachtet. Protego! Du! Du wirst mich nicht aufhalten. Dachte jetzt, er bleibt da drin gebackt. Du hast mein Wort. Ich brauche irgendwie auch. Wir kommen nicht Wartet. Weiter, solange dieses Auge uns sieht. Ich brauche. So. Ja, das Auge. Da kann man aber auch irgendwie lang. Ich benutze Desillusionierung. Das könnte das Auge austricksen. Ja, warte jetzt mit Desillusionierung. Revelio. Nee, geht nicht. Aufmachen. Jetzt hier, pass auf. Zack. Zack. Geht gleich auf. Jawohl. Was haben wir hier? Okay. Jetzt bin ich hier oben. Was bringt mir das? Aha! Aha! Hier dir das an. Spring, ja. Es ist so langsam, renn doch. Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Ja, boy, ist sich die Action noch nicht gewohnt. Die wir hier die ganze Zeit erleben. Das war die beste Mahlzeit seit langem. Und das meine ich ernst. Brauch ich ja erst nächste Woche wieder was zu essen. Dass du mal vorbeikommst. Clean, clean. Wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese
Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Revelio. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Was hatten wir hier hinten? Auch eine Notiz. Oder nur ein bisschen Gold. Ja. Da haben wir noch eine Notiz. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Revelio. Ist nur nicht was. Seltsam. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Wo war die Treppe? Ach, da ist die Treppe. Okay. Weiter sneaken. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Sag Gute Frage. Wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Natürlich. Mit leeren Händen zu Lodgok. Wenn ich Fieg oder dieses Kind wiedersehe, bekommen sie, was sie verdienen. Was war das? Ja, wow. Tag. Ja, hier, übersetz mal. Ach, wir sind wieder im Kampf. Mann. Wo denn? Ah, moin. Schlimmeres überstanden. Noch ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Okay. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ich finde ja interessant, wie er Accio immer automatisch irgendwie in Wingardium Leviosa umwandelt. Zack, Bäume. So. Wo hatten wir jetzt diese eine Notiz, die er nicht lesen wollte? Da, ne? Lies mal. Noch ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was. Diese Mine ist zu klein dafür. Da kommen wir doch durch, ne? Bombarde. Nee. Aber, warte mal, da war noch irgendwo was. Da oben. Hoch. Confringo. Okay, keine Ahnung, was ich aktiviert habe. Aha, noch gar nichts. Aber jetzt. Ein Mondstein. Natürlich wird das mitgenommen. Lumos. Das wird übel, wenn wir nicht aufpassen. Wir dürfen uns jetzt nicht darin verfangen. Das sind Pflanzen, okay. Sonst aber nichts, ne?
Ja, noch einer. Lumos. Lumos. Mondsteine. Aha, da sind sie ja wieder. Ich sehe einen Gegner mit Petrificus Totalus viermal. Schnell hier durch. Zack. Weg, weg, weg. Hallo. Wie soll ich das denn schaffen? Ah, warte, da ist noch einer. Den kann ich sneaken. Und hier noch einen. Jawohl. Es gibt hier gar keinen Zauberwirkenden. Was soll das? War der da? Ganz einfach. Kommandant, ja. OP. Dieses Crucio und dann draufballern, um den Fluch zu verteilen. Das geht gut ab. Von hier sind wir gekommen. Gab es hier noch irgendwas zu holen? Ja, das ist so eine Augentür. Geh mal da hoch, bitte. Hallo. Komm schon. Komm schon, hallo. Ach, leck mich am Arsch. Was bist denn du? Visual Bug, oder was? Wahrscheinlich. Gegerbter Umhang. Ja, besser Zeitreise. Kapfringo. Akio. Ich hoffe, dass da oben die Kiste ist. Die will ich haben. Teleportiert sich gleich wieder. Oh, ja, moin. Das waren noch nicht alle Pläne. Ich suche lieber weiter. Geht's hier raus oder was? Nee, oder? Alohomora. Wie gut ist es bitte, dass ich schon Stufe 3 gemacht habe, sonst müssen wir hier später wieder rein. Ja gut, war jetzt nur ein Stufe 2 Schloss, aber trotzdem, ne?
Wo ist hier der Christa da? Gebüsche. Ich glaube, hier geht's raus, aber wir gucken trotzdem mal. Ja, das dachte ich mir am Anfang schon, dass man hier zurückkommt, genau. Okay. Aber gutes Level-Design. So, wir gehen wieder runter. Er teleportiert sich gleich wieder. Ey, das ist so geil. Oh. Sind die Gegner hier im Raum? Was macht ihr denn hier? Haha. Oh, habe ich ihn gewone-hitted? Lucy. Ach wow, ich hätte noch diesen einen Plan nehmen müssen, oder was? Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Notgok Bericht. Verlasse die Mine, wow. Und jetzt wieder zurück. Ich muss erstmal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Ja, atme du. Gut, dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. Wir sind hier raus. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Tal von Hogwarts. Haben wir mal wieder Herausforderungen zum Claimen? Jawohl. Siege Kobolde. Fertig. Darüber reden, was gerade passiert ist? Können wir machen. Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Dankeschön, Kuss. Ihre Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ja, du mit deinem Buch, ey. Ohne weitere Umschweife, leb wohl. Wieder schauen und reingauen. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Was denn? Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Figgs Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt. Und ich weiß von dem Behälter. Ah. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten.
Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Oha. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Renrock hat Bradbaughs Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Bradbaugh irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Das ist nicht gut, ey. Ich schicke meine Eule. So langsam macht alles Sinn. Die Zusammenhänge mit Renrock, der alten Magie. Oho, welch angenehme Überraschung. Jawohl. Was müssen wir hier machen? Aha. I see. Eine sehe ich. Wo sind die anderen? Hoppla. Da hinten ist eine. Und direkt da. Revelio. Da. Da, okay. Treffe ich die von hier? Confringo. Nee, nicht ganz. Hier. Zack. Zack. Und zack. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Nach 5, dann haben wir genug gemacht, dass wir den ganzen Inventarplatz haben. Was ich absolut nice finde. Dann können wir noch eben landen. Zack. Sieht interessant aus. Wir machen da noch die Prüfung und das Lager. Triff einen Troll mit seinem Felsen, schließe einen Kampf ab ohne Tränke. Ja, wow, gegen den Troll. Klar. Warte mal. Hier soll ein Troll sein, wo denn? Den würde ich gerne übernehmen. Troll, wo bist du? Aha. Jawohl! Komm her. Nice. Kämpf für mich, Junge!
Aua. Komm wieder. Hilf mir. Nicht kaputt hauen, bitte. Ich bin schon kaputt. Jawohl. Ach, Trolle, Digga. Trolle. Mann, ich hatte die Challenges geschafft, rechts. Jetzt kommen wieder andere. Nee. Führe eine Duell-Kombo aus. Aha. Muss ich nicht verstehen, oder? 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, weg. Aua. Ach, so einfach eine Kombo auf 30. Alraune, habe ich eine? Jawohl. Ja, da hinten nervt mich gerade. Aber wie kann ich ihm die Keule ins Gesicht werfen? Ja, ich mach dem halt kaum Schaden, ne? Zack, zack, und hau zu. Jawohl. Ja, so geht's einigermaßen. Eins. Zwei Blocken, Blocken. Ach nee, das ist noch einer jetzt. Hilf mir mal, Junge. Wo ist der andere hin? Eins, zwei. Streak, das war clean gefightet auf jeden Fall.